Ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem allerersten Motorrad-Tausch-Challenge-Update hier an diesem Freitag vor Pfingsten. Ja, am Mittwoch hat die ganze Aktion begonnen. Ich habe das ganze Ding online gestellt und ich habe natürlich fest damit gerechnet, dass ein mega Hype ausbricht. Alle sagen, boah, unfassbar, der Finke, der will so ein Spielzeug-Motorrad. Hier ist es übrigens, es ist noch in meinem Besitz, kleiner Spoiler. Ja, ein Spielzeug-Motorrad hochtauschen zu einer echten Reise-Enduro. Dieser Hype ist bisher ausgeblieben, sagen wir es mal so. Ich habe das ganze Ding hochgeladen bei Kleinanzeigen, ehemals eBay-Kleinanzeigen, das heißt jetzt nur noch Kleinanzeigen, und auch bei nebenan.de. Und die Reaktionen waren bisher mau, würde ich sagen. Also mau, glaube ich, drückt es noch milde aus. Die Reaktionen waren non-existent, wenn wir mal genau sein wollen. Ich habe 15 Views auf Kleinanzeigen. Einer von denen hat sich diese Anzeige gemerkt. Ich weiß nicht, ob der hofft, dass ich mit dem Preis noch runtergehe, aber beim Tausch wird das mit dem Preis ein bisschen schwierig. Ja, jedenfalls, es hat sich bisher überhaupt gar nichts getan. Und ich stelle mir jetzt die Frage, was kann ich denn tun, um quasi den Stein ins Rollen zu bringen? Hat von euch jemand schon mal so eine Tauschaktion gemacht? Habt ihr euch schon mal zu irgendwas hochgetauscht? Wie habt ihr das gemacht? Gab es da Plattformen, die ihr genutzt habt? Gibt es sowas wie Tauschplattformen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich damit nie so wirklich auseinandergesetzt. Ich dachte, eBay Kleinanzeigen, dann läuft das Ding. Nö. Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp für mich. Ich wäre euch unfassbar dankbar. Also, das Objekt der Begierde, sage ich mal, oder auch nicht, es ist noch da. Vielleicht wollt ihr mit mir tauschen. Und ihr sagt, boah, dieses Moped, das habe ich mir immer schon gewünscht. Oder vielleicht kennt ihr jemanden, der sagt, Honda Super Cup, das Ding in rot-weiß, ist genau das Moped, wovon ich seit Jahren träume. Aber natürlich nur in dieser Größe. Ist ja völlig klar. Ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass ich nächste Woche ein bisschen mehr erzählen kann. Aber wenn ihr ein paar schlaue Ideen für mich habt, nur zu, hackt es rein in die Kommentare. Ich wäre euch sehr dankbar und ich würde mich wahnsinnig freuen. Aber jetzt würde ich sagen, genießen wir das schöne Wetter, oder? Pfingsten steht vor der Tür. Ja, das gibt's Schöneres. Ich wünsche euch ein wunderschönes, langes Wochenende und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Viele Grüße und bis dann.